Hi, mein Name ist Felix von der Laden und ich hatte die verrückte Idee, mit diesen Hot Rods 2500 Kilometer von Köln bis nach Ibiza zu fahren. Und das ist daraus geworden. Ich bin ein bisschen aufgeregt vor der Tour auf jeden Fall, weil es kann halt auch wirklich verdammt viel schief gehen, muss man sagen. Guten Morgen! Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mit 50 Sachen frontal von einem LKW getroffen bin, ich den Helm auch nicht. Ich glaube, die Helme sind total egal, weil wenn wir einen Crash mit dem Auto haben, ist der Kopf ab. Ja. Das sieht so geil. Der Vibe war gut am Morgen. Ich hatte richtig Bock. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich bereits am ersten Tag schon keinen Bock mehr hatte. Bist du auch wach? Ich habe mit Abstand den schlimmsten Punkt erreicht. Zu wenig geschlafen die letzten zwei Tage. Wenn du Gas gibst und einlenkst und auf einmal dein Heck kommt und du merkst, oh shit, dann merkt man so, oh okay, wir sollten vielleicht doch vorsichtig sein. Boah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber einen Tag vorher ist mir dann nochmal aufgefallen, dass es halt morgen losgeht. Also, was? Völlig random. Ah ja, ist eine gute Idee. Ja, sehr gut. Junge, was hast du für ein Kissen bitte dabei? Auf der Liste stand Kissen drauf. Ich meine, wie Ikea ein Kissen. Als Übelpolster. Oh, geil. Geil. Sieht an wie im Bett. Ich bin der Oskar und ich bin von Tag 1 und nur Tag 1 dabei gewesen. Ich wusste gar nicht, was mich so richtig erwartet, war die Dinger ja auch noch nie gefahren. Ich bin bereit für die Tour, ja. Ich muss noch mal kurz, hier riechst du mega nach Piste, riechst du das? Ich hab hier einen Hund, zwei Hunde haben bei mir hier Liebe gemacht auf dem Automobil heute. Das ist ja schön, die Technik, die Keilriemen sind hier drin. Die Keilriemen. Gestern Abend erst wieder auf der Tour, zwei Stück hintereinander, Alter. Und du nimmst nur 5 mit? Das wird schon. Ich habe alles vorbereitet. Ja, das fing ja an von, wen nehmen wir mit, wer ist mit am Start, wen kriegen wir an Kooperationspartner mit rein. Wir haben so am Handy zusammen hier oben geplant, wo wir hinfahren können. Denn wir sind zwar schon letztes Jahr einmal nach Dänemark 700 Kilometer gefahren in 4 Tagen, aber ganz ehrlich, das dieses Jahr war nochmal eine ganz andere Nummer. Und es war wirklich auf die letzte Minute, hat alles funktioniert und hätte keine Stunde früher anfangen dürfen oder später. Und denk dran, nicht rasen. Ich sage dir. Ist es dein Motor schon an? Ja, was losgehen muss. Die Leute warten am Dom. Sponsoren, Fans, Presse. Lass los, Leute. Komm. Auf geht's. Los. Es sind 8 Verrückte hier fahren. 2500 Kilometer. Das kann gar nicht gut gehen. Am Dom starten, weil das so das Symbol von Köln ist einfach. Oder? Meine Schwester hat einfach noch gekommen oder eine ganze Familie. Die waren ja wegen Geburtstag von meiner Oma. Gestern sind die in Köln gewesen. Fahr jetzt mit. Fährst du jetzt mit? Ich fahr mit. Wie geht's den Beinen nach den ersten 20 Minuten? Oh ja, es geht. Ich hab schon einen Schuh ausgezogen, damit ich mehr Platz hab. Aber hast keine Angst mit allen, die jetzt gefahren sind hier so? Ja, du hast direkt schon mal eine gelbe Karte bekommen. Felix ist auch drin. Vamos a la Ibiza! Es geht los! Let's go! Das ist, weil du das... Oh! Wir sind Tunnel gefahren und plötzlich blitzte es. Und ich dachte erst, das wären Paparazzis, die mich fälschlicherweise für Felix hielten. Aber wie sich herausstellte, war in dem Tunnel ein Blitzer. Und ich war der festen Überzeugung, es muss ein technischer Defekt sein. Ich weiß auch nicht, warum ich vorne gefahren bin, weil man muss dazu sagen, der Tacho war nicht richtig geeicht. Und ich wusste nie so richtig, wie schnell ich fahre. Für mich war es lustig, für Bergi war es ein teurer Spaß. Wie sich jetzt im Nachgang herausgestellt hat, 15 Kilometer bin ich zu schnell gefahren. Ich dachte mir einfach nur, es kann jetzt einfach losgehen, wir haben alles dabei. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt, ab jetzt wird es jeden Tag nur noch schöner. Da habe ich doch zu Kevin gesagt, so, ich glaube jetzt realisiere ich es, dass wir wirklich losfahren.
habe mir voll gemerkt, wie auf der ersten Tour, du sitzt in deinem Auto drin und sobald du losfährst, es wird alles frei. Es ist einfach ein Freiheitsgefühl so. Und das war am ersten Tag mega. Jetzt bin ich durch irgendwelche Felder gefahren und es war so ein bisschen Golden Hour, die Sonne ist so ein bisschen untergegangen. Da habe ich mich richtig, richtig gut gefühlt. So ein bisschen Freedom-Gefühl, das war echt cool, das habe ich echt selten. Und es war einfach nur so, wir sind in so einer Reihe da mit unseren Dingern Fullspeed lang gecruised, mit dem Licht, was perfekt war, und den Feldern, die neben uns hergeschossen sind und so. Das war ein sehr, sehr cooler Moment für mich. Schon am Abend des ersten Tages dachte ich mir, wow, das wird so eine coole Tour mit so einer großen Truppe, aber wir haben alle Spaß zusammen und auch die Strecke war schon am ersten Tag aus Köln raus so gut. Am Rhein entlang noch ein bisschen so über Hügel gefahren, so viel was dabei gewesen ist. Ich hatte natürlich am ersten Tag so ein bisschen Bedenken, wie es für Izzy und Herr Bergmann ist, weil die jetzt da zum ersten Mal auf diese Tour irgendwie so mitkommen. Ich war extrem überrascht, wie komfortabel die Dinger sind, wie viel Platz man da drin hat, wie viel Spaß es macht. Und mir ist sofort am ersten Tag schon aufgefallen, dass ich mir vorstellen könnte, noch länger damit zu fahren. Und hatte Angst, dass es zu schnell zu Ende geht. Wohin würdest du noch dahin fahren? Ich könnte mir überall vorstellen, damit hinzufahren. Also nach Asien, Amerika, Weltreise. Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Ich würde das Ding noch irgendwie als Amphibienfahrzeug umbauen, dass man wirklich dann noch auf Wasser kommt. Aber grundsätzlich hätte ich da auch nachträglich noch lange mitfahren können. Also obwohl das Ding sehr klein und eng war, hatte ich dann doch wirklich sehr viel Spaß und einen sehr, sehr schönen Tag. Und die Bilder in meinem Kopf haben sich wiederholt, die ich an dem Tag erlebt irgendwie hatte. Und so, ich war sehr, sehr happy auf jeden Fall nach dem Tag. Und wir haben alle irgendwie so ein Bierchen getrunken. Und ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Dachte, wie, was für ein geiler Trip. Und dann saß ich abends schon auf dem Zimmer und habe gesagt, fuck, wie komme ich hier wieder raus? Ich habe wirklich schon Bahntickets mir angeschaut, wie ich zurückkomme, weil ich das Gefühl hatte, nee, das ist irgendwie nicht das Richtige. Hi, mein Name ist Maurice, aka Siki. Ich bin von Deutschland bis in die Schweiz gefahren und später dann von Frankreich bis nach Ibiza. Alter, was geht hier ab? Ey, wir stehen oben und hören aus der Tiefgarage. Schau's dir an. Oha! Jetzt mal ein Shoutout an Motul, ne? Wenn der es nicht schafft, bis nach Ibiza, ja? Dann... Das ist Felix, oder? Das ist Felix schon. Einfach, ich bin raus jetzt. Da? Ich pendle einen Wagen jetzt aus. Ist das das richtige Auto für Felix? Und ich glaube, es war dein Wagen, den ich ausgependelt habe. Habe ich nach 12 Sekunden gemerkt, die Nummer, die funktioniert überhaupt nicht. Das ist weder lustig, das ist eine Vollkatastrophe. Du bist nicht mit zentriert. Ist Felix in einer spirituellen Verfassung, die man als positiv beschreiben kann. Boah, guck mal. Oh, sowas von. Uiuiui. Ich bewege den Arm nicht. Das sind deine Energien. Willst du noch was wissen? Ja, wie stark ist der Wind? Halt mal einfach so in die Luft. Nimm das nicht ernst.
Erst im Regen merkt man überhaupt, wie unsicher man in diesen Fahrzeugen ist. Wenn du Gas gibst und einlenkst und auf einmal dein Heck kommt und du merkst, oh shit, ich könnte jeden Moment einfach von der Straße runterfallen und ich wäre im Graben. So, da merkt man so, oh okay, wir sollten vielleicht doch vorsichtig sein. Dann ging es auch direkt zum ersten Mal über die Grenze rüber, nach Frankreich. Und sind auf einmal sind wir mittendrin in Frankreich gewesen. Und da stand so eine große Schülergruppe, glaube ich, stand dann so am Straßennamen. Und die alle, salü, salü, haben den aus dem Auto raus einmal abgeklatscht. Also das war ja ein netter Empfang auf jeden Fall im Nachbarland. Du hast einfach Brat hier auf mich drauf gelernt. Weil, mir ist dieser Deckel irgendwie abgebrochen. Ja und? Ja und dann hatte ich hier halt so eine Suppe, die ganze Zeit so am Rum. Ja, sag doch was. Ja, du bist ja nicht in unserem Channel drin. Du schüttest auf die Seite, aber nicht hab ich ja gemacht. Hast du das auf ihn drauf? Ja. Ich hab so halt, wir haben halt ein bisschen sogar Micha hat's ins Gesicht bekommen. Ja. Das ist der Deckel, das ist die Packung und der Rest ist hier unten drin. Komplett verklebt. Ich habe ihn zu einer fahrenden Fliegenfalle gemacht. Gut, dass du mit dem Sanitär- und Heizungsbaumeister hier fährst. Da kann, ne, wenn Leitungen platzen, da kennt er sich mit aus. So, sieht er nicht aus. Und ich glaube, bei Bergmann da unten platzt gleich auch die Leitung. Da ist er nur bei Chris. Und das hier, das nennt man deutsch-französische Freundschaft hier. Einmal Pinsel an der Grenze. Ja, eine Sache blieb eigentlich keinen Tag aus, das war tanken. Und zwar bei über 2.500 Kilometern mussten wir natürlich über 20 Mal tanken. Und da haben wir uns immer so ein bisschen Spaß draus gemacht, weil es einfach so oft vorkam. Man könnte meinen, dass das nur irgendwelche Milchbrüche sind, aber natürlich habe ich noch mal ein bisschen. Dankeschön. Aber das hier ist das allerletzte von 10. Pain au lait. Oh. Original französisch. Ich habe heute eine Packung Mäuse gegessen und 10 Pain au lait. Das war alles. Und jetzt aber alle Restaurants zu, also dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Ab zum Hotel. Aus! 4 Hotrods hier in der Garage. Das letzte Hotel in Deutschland war echt nett. Die haben uns richtig familiär da aufgenommen in ihrer eigenen Garage, durften die Hotrods so reinparken und dann haben wir die morgens dann alle fertig gemacht, sind losgefahren. Benni, alles gut? Ja, Bock, Alter. Lass mal Strecke machen. Es geht in die Alpen. Und es ging dann über die Grenze, ab in die Schweiz. Das ist voll geil. Ah, ich hab einen Krampf im Fuß! Ah!
Let's go Richtung Alpen! Größte Kohle, die ich je hatte, oder? Wann hast du das letzte Mal so eine Frau kennengelernt? Kevin hat ganz stolz von unserer Airbnb-Vermieterin heute Abend erzählt. Wir schreiben mittlerweile auf Instagram, ne? Wir sind auf Instagram und auf ihrem Instagram steht einfach drauf: Wann hast du zum letzten Mal gekuschelt? Book a session. Hashtag ja. Wellbeing, Hashtag Airbnb, Hashtag Hugs. Ach, die bieten Kuscheln an, oder was? Ja, im Airbnb anscheinend. Wo wir heute hingehen. Und das Beste ist ja, was unsere Vermieterin dir noch geschrieben hat. Fahrt vorsichtig, ihr Hot Boys in Hot Rods. Also wir essen und dann fahren wir mal dahin. Das Haus soll zumindest nice sein. Alle freuen sich darüber, wo wir sind und du sitzt hier und denkst, ich will nach Hause. Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich nach innen, weißt du? Und ich saß in dieser Scheißkarre und dachte mir, ich empfinde absolut gar nichts. Warum empfinde ich nichts? Ich habe richtig eine Sinnkrise bekommen auf dieser Reise. Und erst als ich dann später mir das nochmal auf den Aufnahmen angeguckt habe, dachte ich, ach stimmt, da sind wir ja durchgefahren. Das wäre ja doch ganz geil. Vermutlich war ich einfach in so einer mittelschweren Depression die ganze Zeit, dass ich es nicht so richtig genießen konnte. Kevin hat uns da von einer tollen Unterkunft in der eigenen Seilbahn erzählt und wir waren alle schon richtig hyped. Boah, voll cool, wie wird das? Und ja, die Seilbahn gab's auch und da durften wir auch unsere Hot Rods dann drin verstauen. So, Felix, bis morgen, ne? Gute Nacht. Ciao, ciao, mach's gut, ja? Mach's gut, ne? Wenn man die Lakritz fehlen, ne? Schlag ich dir die Frist ab. Okay. Ciao, ciao, mach's gut. Ja, alles gut, mach's gut. Check, Alter, ich kann ihn nicht schneiden. Ciao, ey. Boah, das ist eine Nervensäge. Ich war oft sehr, sehr wütend auf Kevin. Und Chris. Was soll ich sagen? Wie der Henke. Die Planung zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Roadtrip und er könnte nicht besser sein. Ich finde das so geil, Alter. Ja? Ich hab das, also wir haben das richtig gut, also wir haben es richtig drauf. Wir sind mega früh losgefahren, keine mich rumgetrödelt. Ja. Wir sind jetzt hier, es ist noch hell, kriegen noch ein bisschen Sonnenlicht mit ja, und so. Pizzen kriegen wir oben, genau. Es ist echt mega. Ja! Also alles mega nett, sind dann im Dunkeln mit der Gondel hochgefahren und im Dunkeln ausgestiegen. Wir kamen da oben an der Gondel und ich war immer noch, boah, voll cool, was kommt jetzt für eine Unterkunft? Und hab dann erst gemerkt, das ist nicht hier. Da muss man erst nochmal irgendwo hinwandern. Okay, wir sind jetzt zwar schon oben, aber wir müssen jetzt irgendwie nochmal 10, 15 Minuten weiter den Berg hochlaufen. Als wenn diese ganze Situation nicht schon gereicht hätte, so Stockduster und du fährst da gerade so einen steilen Berg hoch, fängst du an mit so Kuhglocken und die ganze Scheiße. Ich hab da voll die Filme geschoben. Es war matschig, weil es geregnet hat. Es ist echt rutschig. Micha ist schon voll ausgerutscht. Es ist verdammt rutschig. Wir lassen Kevin nicht mehr Hotels buchen. Zu unserer Verteidigung, niemand hat uns gesagt, dass wir hier den Berg hochgehen. Kevin hat irgendwas gebucht, fand es voll geil. Und ich wette, die Aussicht ist auch richtig cool da. Aber wir laufen halt hier mit Koffern und allem hoch. Mit dem ganzen Equipment sind wir noch viel mehr. Oh Gott, hier ist super matschig. Du bist voll in Rutsch. Ja. Boah, hier ist extrem rutschig. Okay. Oh, fuck. Ja, eigentlich wandere ich echt gerne in Bergen, aber das waren irgendwie andere Bedingungen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Junge, Junge, Junge. Hey, Felix! Grüß dich, hi.
Inke ist auch am Start, Leute. Er ist unser Gast morgen. Respekt. Wenn ich die Scheiße wirklich durchgezogen habe, die ich hier geplant habe. Dann kamen wir in dieser Berghütte an. Dann war es eigentlich ganz schön. Weil es gab dort ein Feuer, es wurde ein Feuer gemacht. Muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass unser Mechaniker Nico dort einen Baum gefällt hat. Keiner wusste so wirklich warum, weil vor dem Eingang waren wirklich 50.000 Kilo Brennholz. Wie sich später herausgestellt hat, gefiel das auch den Besitzern, Grüße an dieser Stelle, des Airbnbs nicht so richtig. Ich glaube, da die Ermittlungen laufen auch noch. Aus unserer kleinen Berghütte. Wir haben die Nacht überstanden, mehr oder weniger. Wie geht's dir denn so, frischer Morgen? Super. Ich bin so müde, Alter. Oh. So, bereit? Können wir losfahren? Danke. Bitteschön. Alle sitzen in den Hotrods-Sonnen. Sehe ich mit denen hier bei Kevin. Ja, aber das Wichtigste hat gefehlt. Irgendwie der Schlüssel. Der Schlüssel zu meinem Hotrod. Ja, wir mussten ein neues Zündschloss einwechseln. Und wir hatten tatsächlich noch ein Zündschloss sogar dabei gehabt. Ja, dann konnte Kevin dann Gott sei Dank auch noch mit uns mitfahren. Echt eine gute Ordnung normalerweise. Und der war in einem Fach in meinem Rucksack, in dem er noch nie zuvor war. Das war wirklich der krasseste Tag, was die Landschaft und den Ausblick und die Straßen anging. Ey, hätte mir einer gesagt, dass ich so einen Scheiß mal machen darf, ich hätte den Vogel gezeigt. Alter, das ist eine heftige Straße hier. Oha, jetzt wird die Strecke richtig gut. Wir fahren den Pass hoch. Wir sind einfach über den Gotthardpass mit unseren kleinen Hotrods gefahren und wir hatten einen mega Ausblick dabei. Die Sonne hat geschienen. Es wurde ziemlich kalt, muss man sagen, oben. Wir hatten nur noch knapp über dem Gefrierpunkt die Temperaturen. Und schweinekalt war es, so übel kalt. Und ich kann nur mit kurzer Hose an. Enkel, Hose wäre trocken oder was? Alter, hör auf, du! Ich weiß ja, was ich sagen soll. Das ist richtig herrlich hier. Das ist wirklich. Wir haben jetzt alle im Nachhinein nochmal gefragt, so, was war euer Lieblingsland? Und ich glaube, die Schweiz war da an Nummer 1. Schweiz. Die Schweiz. Die Schweiz. Mit Abstand die Schweiz. Ich glaube, das war wirklich das Schönste, was ich wirklich je gemacht habe, glaube ich. Kann ich wirklich so sagen. Wie geil ist das mit diesen Hot Rods, diese kleinen Gefährten, halt an diesen riesen Bergen vorbeizufahren. Wirklich sprachlos gewesen. Ich hab dann, glaube ich, auch irgendwann meinen Sehner ausgemacht und habe einfach nur noch genossen. Der Gotthardpass. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich denke, viele von euch sind schon mal über den Gotthardpass gefahren. Ich zuvor noch nie, aber ich denke, auch mit so einem Hotrod mal über so einen Pass zu fahren, du spürst alles um dich herum. Ne? Du riechst es, du spürst es, du bist nah auf der Straße. Das ist einfach so ein schönes Land. Man kann es nicht anders sagen. Also auch für mich war die Schweiz mein absolutes Lieblingsland auf der Tour. Also wie manche Leute sagen können, dass die Schweiz am schönsten war, verstehe ich gar nicht. Also es war so teuer in der Schweiz, also Schweiz war bei mir direkt unten durch. Also wir dachten erstmal, wir gehen in Aldi, ja mega geil. Und dann, shit, wir sind ja in der Schweiz. Was schätzt du, haben Tim und ich bezahlt für unseren Einkauf? 12 Franken. Wir haben 24 Schweizer Franken bezahlt, das sind über 20 Euro. Lasst es euch schmecken. Genau. Und das beim Aldi, günstiger wird's nicht. Ganz schnell raus aus der Schweiz, ihr habt schön, aber ihr seid auch echt teuer. Wir fahren nach Italien. Und dann plötzlich ging die Karre aus. Ich weiß noch, wie ich irgendwie ins Headset schreie. Mein Keilriemen ist gerissen! Mein Keilriemen ist gerissen! Wir fahren halt einen Berg hoch und plötzlich bremst es. Und die Bremsen, muss man auch mal dazu sagen, die funktionieren nicht so richtig. Also du musst schon richtig irgendwie deinen Arm einmal durchtreten, damit du einigermaßen bremsen kannst. Und ich rolle langsam so den Abhang runter, merke, irgendwas läuft hier völlig falsch. Bergi scheint keinen Sprit mehr zu haben, Leute. Er rollt jetzt rückwärts in die Parkbucht rein. Ohne Motor, immerhin geht's bergab. Ja. Da wird er ganz schön schnell sogar nochmal hier. Ja, ich bin komplett leer. Was? Ich hab den Kanister, damit kann man überleben.
Nur bei mir ist noch relativ voll. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht einfach, weiß nicht, so Fight Club-mäßig so eine zweite Persönlichkeit habe, weißt du, und heute Nacht nochmal irgendwie runtergefahren bin. Mein Verdacht ist, dass Izzy, mit dem ich eine kleine Fehde hatte die ganze Zeit auf der Reise, das Hotelzimmer am Vorabend war direkt auf dem Parkplatz gerichtet. Ich liege im Bett und höre die ganze Zeit so und guckst so raus und sehe eine Gestalt, die an den Hot Rod sich zu schaffen macht. Und mein Verdacht in Retrospektive ist, dass Izzy schön meinen Tank gedeepthroatet hat und mir den Sprit gezockt hat. Also vielleicht kann man das nochmal auf irgendwelchen Aufnahmen und Videoüberwachungskameras oder sowas in Erfahrung bringen. Aber ich glaube, dass das manipuliert wurde. Wenn ich jetzt wen benennen müsste, dann war ich wahrscheinlich mit Bergmann viel unterwegs. Izzy hat erzählt, dass wir Travel Buddies waren. Das ist gelogen. Das stimmt nicht. Wir haben uns ab und zu dann auch mal hinter den Kulissen ein bisschen ausgekotzt, gegenseitig übers Essen, über die Unterkunft. Man konnte ein bisschen stresslos werden, ein paar Insider kreieren. Ich kann wieder ein bisschen warm, aber ja, doch, das stimmt schon. Ich glaube, wenn Izzy nicht dabei gewesen wäre, dann wäre keiner in dem Raum hier noch am Leben. Ich bin mit ein paar Mal doch echt. Ein paar Mal war ich leicht gereizt. Und Izzy hat mich immer so ein bisschen geerdet wieder, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich habe Berge relativ ins Herz geschlossen mit seiner, mit seinem charmanten Humor. Gemacht leider mit Kevin viel. Ich hatte das große Privileg, die Drohne zu fliegen auf der Tour. Und es hat einfach noch einen ganz anderen View auf alles gegeben. Wir sind über die Schweiz gefahren, über die Pässe und du dachtest schon beim Hot Rod fahren so, wow. Und dann steigst du mit der Drohne hoch und siehst alles von oben und wie so ein Vogel und denkst so, wie schön kann es eigentlich sein? Am ersten Tag dachte ich schon, was für nice Strecken haben wir und was für schöne Ausblicke. Aber es wird jeden Tag besser. Nach außen sieht das natürlich alles immer nur nach Spaß aus, aber es ist auch anstrengend und manchmal kommt viel zusammen und gerade Bergi, der braucht doch dann irgendwann mal seine Zeit für sich. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und Bergi ist einmal eingeschlafen. Bist du noch wach? Ich habe in Abstand den schlimmsten Punkt erreicht. Zu wenig geschlafen die letzten zwei Tage. Es ist unfassbar unbequem. Hilf mir, bitte. Aufsetzen, Kissen hier weg, Motor starten, ja. Dann geht er wieder los. Okay, Papa. So, dann waren wir zwischendurch, sind dann in diese italienische Schweiz so ein bisschen abgedriftet. So Lugano. So, mein Lieblingsmoment war hier schön Amora am Lago Maggiore. Sind wir dann auch vorbeigefahren. Das war richtig geil. Typisch italienische aus so Pizza essen und sowas. Richtig geil. Unser großes Ziel war eigentlich immer im Hellen anzukommen. Haben wir wieder nicht geschafft. Es wurde dunkel. Und dann haben wir uns auch für eine interessant aussehende Straßenkombination entschieden auf Google Maps. Eigentlich waren das keine Straßen mehr, glaube ich. Das war sehr, sehr lustig, als dann plötzlich die Straße nicht breiter war als irgendwie zwei Hot Rods nebeneinander und es irgendwie super steil da durch die Gassen ging. Offroad geht auch mal mit den Hot Rods. Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Oh! Einfach liegen! Nein, bitte nicht! Hä? Was ist das denn? Nein! Das ist niemals der Autoweg. Das ist der schlimmste Weg, den man jemals gefahren ist hier. Hast du gesagt, wir müssen drehen? Ich denke schon. Also wir kommen hier nicht mehr hoch. Und dann auch noch spontan irgendwer nackt gefühlt rauskam und uns erklärt hat, dass es tatsächlich sogar ein offizieller Weg ist anscheinend, ne? Our GPS braucht das hier. Grazie mille. Grazie mille. Junge, wo fahren wir denn durch? Im recht richtigen Moment einschlagen wieder. Ja. Oh, hier ist wieder Straße. Wir haben es geschafft. Alle 800 Kilometer müssen diese Hot Rods ja gewartet werden. Und ja, nach 4 Tagen Tour hatten wir das schon erreicht, was hier in Köln eigentlich länger dauert, wenn die so Touren fahren. Also hieß es, provisorische Werkstatt in der Tiefgarage vom Hotel aufbauen. Nico, unser Mechaniker, hat sich dann rangemacht, überall die Keilriemen zu wechseln, alles durchzuchecken. Das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit und das alles mitten in der Nacht. Wir haben noch, glaube ich, Ölflecken dahinter lassen in der Tiefgarage, aber noch hat sich niemand gemeldet. Aber es musste irgendwie gemacht werden. Und ich durfte auch noch ein bisschen meinen eigenen Hot Rod tunen. Oh, das Lenkrad. Oh mein Gott. Es gibt nämlich das Alcantara. Ich habe es mir so sehr gewünscht und Nico baut mir das heute ein. Ich liebe Alcantara-Lenkräder, Leute. Die fühlen sich so gut an. Reifen Nummer 1 runter. Und das hier ist der Ersatz. Ihr seht, semi-slick. Ist aber eigentlich einfach nur ein Scheißreifen, aber deswegen rutscht er mehr und man kann besser driften. Damit können wir auf jeden Fall beruhigt aufs Zimmer. Die haben sich richtig gefreut, dass wir da zu Gast waren, haben noch mit Foto von unseren Hot Rods vorm Hotel gemacht. Aber ich meine, es war ja auch ein wirklicher Zwischenstopp. Ne? Ich meine, wir haben da Werkstatt aufgebaut und so weiter. War wie ein zweites Zuhause für die Nacht. Aber dann ging es eben los und dann tatsächlich wurde es relativ flach auf einmal. Zum ersten Mal waren die Strecken nicht cooler am Tag vorher, sondern wir sind durch die italienische Po-Ebene gefahren. Einfach nur viel geradeaus, ganz entspannt. Schweineheiß, so du konntest auf dem Karren konntest schon einen Spiegel erbraten, so mir säuft die Kiste ab. Ich habe versucht Gas zu geben und die Kacke hat einfach nicht mehr durchgenuckelt und ich hatte dann richtig Probleme. So, dann haben wir rechts gehalten, so dann, ja, der ist scheiße im Vergaser. Was ist jetzt los? Ich glaube, dem Auto fehlt ein bisschen das, was du verkauft hast hier. Ein bisschen Self-Love. So. Dein Hotshot ist so ein bisschen so, oh, ich bin ein bisschen unwohl in meiner Haut. Er weiß nicht ganz, wo er hin will. Und hier siehst du so, das ist so, ist einfach zufrieden mit dem Leben, mit der Welt. So einfach. Mann, Müsli-Riegel reinpfeift, ne? Wärst du irgendwo in Italien. Muss auch mal sein, oder nicht? Ja, natürlich denkst du dann irgendwie, ist das ein Motorschaden oder ist das irgendwas, was wir jetzt nicht beheben können oder so. Also Zündkerze getauscht, alles hier wieder rein. Hoffen wir mal, dass es damit weitergeht, dass es wirklich das war. Irgendwie ging es weiter, Probleme gefixt und wir wollten früh ankommen, denn wir hatten ein Hotel gebucht mit Pool. Yes! Yes. Alter. Nice! Boom! 143 Kilometer haben wir heute. Nice. Weißt du, was noch viel cooler ist als 143 Kilometer? Ein Pool! wo du diesen alten Sack beleidigt hast. Die kann Deutsch! Das war so ganz schick, so typisch italienisch, schön mit Pool. Kevin und ich, Ansage, alles klar, wir machen uns ready, aber ein Pool. Ich hätte gar keine Badehose dabei. Und wir haben uns dann schön dahin gepflanzt. Kevin war dann richtig, der hat richtig Tada, der hat richtig Bock. Dann hat so gesagt, Alter, ich will jetzt eine Arschbombe machen. Ich habe richtig Bock auf eine Arschbombe. Und ich sagte, Digga, was hat der jetzt vor, so eine Arschbombe? Da war dann so ein alter Herr am Schwimmen. So, und du erwartest jetzt nichts, du bist in der letzten Ecke in Italien. So, und erwartest du aber nicht, dass er jetzt ein Deutscher ist. Und dann sagt er so richtig, sagt Kevin so richtig laut so, Alter, der alte Sack soll mal raus, wir wollen jetzt eine Arschbombe machen. So, ich einfach nur, wie dieser Typ so aus dem Pool rausstiefelt, an uns vorbei. Kevin hatte noch irgendeinen Spruch gedrückt, so, und der dann zur Dusche hin, Einsatzfrau. Und die haben angefangen, sich auf Deutsch zu unterhalten, da war mir schon alles klar. Ich hab mich totgelacht, die waren richtig angepisst. Dann hat Kevin die Arschbombe gemacht, die Frau ist mittlerweile im Pool gewesen und der quatscht ja noch eine Frikadelle ans Knie. Das war großartig, das war nur eine der goldenen Kevin-Momente. Ach, Leute, wir haben über 1000 Kilometer geschafft übrigens mittlerweile, ne? Über 1000 Kilometer sind wir mittlerweile gefahren.
Lisa, du tourierst. Buongiorno. Buongiorno, ja, cheers. So stelle ich mir die Tour vor. Ne? Die letzten Tage musst du immer ziemlich so durchballern, hatten kaum mal Pause und nichts. Danke, dass ihr an uns gedacht habt. Danke. Das sieht gerade so aus, als wäre das so eine geile Zeit. Wir waren noch nicht da, als wir bestellt haben. Ja, ihr für uns mitbestellt. Wir wussten nicht mal, dass wir kommen. Aber wir haben jetzt beschlossen, einen Ticken weniger pro Tag zu fahren und dafür mehr genießen zu können alles. Ich glaube, das geht gut. Italien war auf jeden Fall für mich eines der coolsten Länder auf der ganzen Tour. Nicht nur, weil ich da immer schön meinen Espresso getrunken habe in den verschiedenen Bars, wo wir dann immer morgens anhalten mussten. Ah, so sieht das gut aus. Grazie. 1 Euro für ein Espresso, das in Italien ist einfach so Standard. Mega cool, Leute. Das ist halt so italienische Kaffeekultur. Ja, aber auch zu Mittag so, da trinkst du wie ein Shot einfach, ne? So einen kleinen, einfachen Espresso. So, vor allem, wenn du irgendwie arbeiten willst, kurze Pause, kurze Espresso, so machen die Italiener das. Ja, Birgi. Oh, mega. Ciao. Grazie, ragazzi. Hast du noch einen Kakao für Kevin? Rico. Cheers. Espresso. Ciao. Und damit kann es weitergehen. Tag 6. Es ging Richtung Mittelmeer. Also zum ersten Mal sollten wir das Mittelmeer sehen am Ende des Tages. Und wir hatten schon auf dem Weg dahin echt coole Landschaften. Also sind dann nochmal durch die Berge gefahren, lange Tunnel. Es hat richtig Laune gemacht. Und ich meine, ihr kennt das, wenn man zum Meer fährt, man guckt auf den Horizont und man wartet nur, wann kommt das erste Mal das Blau, was man da sieht. Aber alleine der Weg dahin war eben schon mega nice und man konnte sehr viel driften. Auch mit meinen neuen Driftreifen. Das war so Laune, Leute, mit den Reifen hier zu fahren. Alter, so geil. Was war das denn? Felix, Bergi? Ja? Da ist Chris? Ja. Das Fahrverhalten der Gruppe. Stets bemüht, würde ich sagen, würde so in so einem Arbeitszeugnis stehen. Ich glaube, wir haben echt viel, viel, viel besser gemacht wie bei der Dänemark-Tour. Das hat man gemerkt, dass die Autos so lange gehalten haben. Und dass jeder natürlich auch mal so ein bisschen an die Grenze gehen möchte, das ist ja, glaube ich, auch jedem klar irgendwie. Und die Leute haben sich immer so verhalten, wie es der Verkehr hergibt. Soweit, Leute. Wir konnten das Meer sehen, aber nicht irgendwo, sondern wir waren irgendwie mitten in der Stadt an einer roten Ampel und auf einmal steht Kevin auf und sagt, Jungs, hier ist das Meer. Und dann sind wir alle ausgelassen. Da ist das Meer! Da ist es! Jawohl! Dritter Meer! Das war echt ein nices Gefühl, dass wir es geschafft haben, von Köln einfach bis zum Mittelmeer zu fahren. Also wir hatten zwar gerade mal die Hälfte oder so von der Tour geschafft, aber das war schon ein richtig guter Meilenstein. Ich erinnere mich, wo wir in Sanremo waren, dann in dieser Küstenstadt. Und wir da, wie die letzten Assis, uns mitten auf den Platz gestellt, eigentlich völlig im Parkverbot. Und dann kommen da die Cops vorbeigefahren und lachen sich einfach nur tot. Denen war das scheißegal, dass wir da stehen. Die Reaktion auf dieses ganze Projekt, auch wenn das gar nicht die Zielgruppe so richtig ist, das sind ja so Italiener, die im seltensten Fall schauen die sich mal irgendwie deutsche Sachen oder deutschen Content an. Das war schon geil. Die Leute haben in der Stadt
alle geguckt, wollten sich reinsetzen, wollten Fotos damit machen und diese positive Energie, die man eben immer von außen dann bekommt, in die Hot Rods rein, die hat man einfach gespürt und dadurch hat die Tour noch viel mehr Spaß gemacht. Sollten an dem Abend ja auch belohnt werden mit einer coolen Unterkunft und zwar in Bernies Jugendherberge, aber der musste kurzfristig absagen, weil er doch nicht da war und dadurch hatten wir ein bisschen ein Problem, wo wir schlafen und wir mussten uns trennen. Ja, es ist kompliziert, Leute. Wir haben jetzt alles abgesucht, wo wir schlafen können, wo wir aber auch die Hotspots parken können. Wir bleiben in Italien, das ist die Lösung. Glück im Unglück aber, wir hatten eine echt coole Unterkunft, wo wir mit den Hot Rods direkt vor dem Hotelzimmer parken konnten. Also das finde ich auf jeden Fall nice. Und dann hatten wir noch einen netten Abend unten am Wasser, haben uns hingesetzt und ein paar nette Gespräche gehabt. Ganz intime Gespräche, Felix, Tim, Micha und Izzy. Und jeder hat so ein bisschen sein Geheimnis, sein größtes Geheimnis verraten. Und was da rauskam, uiuiui, Izzy, ich hoffe... Das verheilt wieder. Tag 7. Eins der Highlights, wie wir uns zumindest vorher gedacht haben, stand an, nämlich Monaco. Wir sind also dann losgefahren von unserem Hotel in Frankreich noch und sind nach Monaco reingefahren mit allen uns dann wieder vereint. Ich zieh mich nochmal kurz um und dann können wir los. Ich bin in Monaco dann Anzug gefahren, weil die Ansage war, ey, wie geil wäre das, wenn wir in Monaco allem in Anzügen fahren. Ich steige im Anzug aus, jeder von euch irgendwie hier in seinem Kickpullover, war ich der Einzige, der Anzug mitgenommen hat. Aber ich trage allgemein gerne Anzüge, deswegen habe ich mich total wohl gefühlt. Mein Name ist Danny Dietke und ich war mit bei der Hot Rod Tour dabei. Ich war zwar kurz dabei, aber ich muss sagen, war gut. Ich bin von Monaco bis nach Cannes gefahren. Rechts vorne ist die Polizei. Neben mir ist übrigens auch eine. Die ziehen mir jetzt raus. Hallo? Ich sehe so da vorne Polizei, in dem Moment zählt einfach neben mir an. Bonjour. Also haben keinen Grenzübergang oder irgendwo ein Problem, aber die monegassische Polizei, die ist ein bisschen strenger, die wollen jetzt erstmal alles sehen. Und die sprechen halt auch eigentlich nur Französisch, ne? Also die wollen keinen anderen Sprachen. Okay, die haben die deutsche Registrierung gesehen und ich meine, das Auto ist halt ganz normal zugelassen in Deutschland, ne? Also, da können die nichts machen. Deutsche Autos dürfen auch in Monaco fahren, die haben ja internationale Abkommen so. Und deswegen können die nichts machen, ne? Der war so, ihr dürft ja auf gar keinen Fall fahren und dann, doch, dürfen wir. Und jetzt gehen wir weiter. Dann können wir jetzt aber auf die Formel-1-Strecke rauffahren, Leute, weil hier kommt die letzte Kurve. Also das hier ist die letzte Kurve vom Formel-1-Kurs, da ist die Boxengasse und das hier ist die Start-Zielgerade. Ihr seht ja auch von der Formel 1 hier, der Curb. Und hier jetzt Start-Zielgerade. Ihr seht sogar die Startposition, die sind noch auf dem Asphalt. Ich stehe jetzt auf einer. Hier. Ach, hier ist der Start immer? Hier ist immer Start dann. Geil. So, das war die Start-Zielgerade jetzt vom Saint-Devot. Das ist die erste Kurve, da geht es nämlich jetzt hier den ganzen Berg hoch. Vollgas hoch, einfach mit den Hot Rods auf der Formel-1-Strecke. Da unten seht ihr schon mal ein bisschen den Hafen mit den ganzen Yachten hier. Und jetzt können wir zu dem Ort, für den Berg, der sich umgezogen hat. Denn hier rechts gleich, das ist Casino. Fühlt sich hier wohl? Ey, mega gut, das ist so traumhaft schön. Ich war noch nie hier. Und ich habe jetzt keine Hausbesichtigung da vorne, deswegen lässt mich gar nicht kurz vor, weil ich bin spät dran. Aber du darfst auch, ich klapp den Schlafcouch aus, ja? Oh, das ist immer so nett von dir. Ah, Birgi, schau es dir an, das ist das Casino hier. Ah, Herr Reiner. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir wollten eigentlich ins Casino. Wir sind auch noch vorgefahren und dann wurden wir aber relativ schnell von dem sehr freundlichen Hauspersonal gebeten, doch wieder zu verschwinden. Und das fand ich sehr schade, weil ich hatte natürlich mein restliches Kapital, was ich durch YouTube verdient hatte, 2000 Euro waren das, hatte ich dabei, wollte ich eigentlich zack alles auf Rot setzen. Naja, habe ich dann in Monaco einfach auf die Straße geworfen. Izzy hat sich ein bisschen was gegrabt. Also das ist Casino, das ist nichts für Geringverdiener mit Hot Rod. Da kommst du mal mit dem Rolls-Royce hoch. Hier haben wir auch wieder den Curb hier schön rauf. Oh, nicht zu weit raus, da kommt Blumenkübel.
Junge, wie viele Ferraris? Es gibt mehr Ferraris als Golf. Mein Name ist Bond. Tim Bond. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man da so lang gefahren ist, die Leute haben nicht nur so... Man hat die Leute so richtig erfreut. Also man hat denen wirklich so ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Also das ist wirklich richtig schön gewesen, das anzusehen. Weil da einfach Typen so crazy sind und einfach da so durchfahren. Das kennen die da gar nicht so. Und das war so wirklich schön zu beobachten. Und die fahren da mit ihren Sportkarren rum. Die kosten so viel Geld. Und dann fahren die so lang. Und dann kommt sie da so lang so. Und dann gucken alle nur auf uns. Alter, die haben so gefeiert, diese kleinen Karren. Und da haben wir denen echt die Show gestellt. So muss man echt mal sagen. Und ja, haben die auch noch nicht gesehen. Berge, ganz ehrlich, bist du lieber da drin gerade oder wärst du lieber da drin? Hier drin. Das ist ja voll meine Putzfrau. Ist okay, deswegen fahren wir einmal hinterher, um zu kontrollieren, ob die alles richtig macht. Hey! Was mich mit Abstand am meisten geflasht hat auf der Tour, ist einfach die Wirkung der Autos auf die Menschen. Also ich bin die ja vorher noch nie gefahren. Wir sind mal kurz zum Dom gefahren, habe ich schon ein bisschen gemerkt, ja, die erregen schon viel Aufmerksamkeit. Aber ich habe, glaube ich, noch nie von so vielen völlig unbeteiligten Menschen so viel positive Energie bekommen. Egal, wo wir waren, die Leute sind ausgerastet und wirklich ausnahmslos, jeder hat die Autos geliebt. Also, ne, wenn man jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, wenn irgendwer ein teureres Auto fährt, dann ist ein bisschen Neid mit dabei. Wenn man ein schlechtes Auto fährt, da macht sich der ein oder andere mal vielleicht auch über einen lustig und so. Aber bei dem Auto haben ausschließlich alle es geliebt. Also die fanden es ausschließlich cool. Also egal, ob wir auch mal ein bisschen gedriftet sind oder so, die Leute haben es immer gefeiert. Irgendwie hat man mit diesem Auto einen Bonus. Also ich habe das Gefühl, damit kann man sich irgendwie alles erlauben. Ja, war ein schöner Tag in Monaco, aber wir mussten ja noch weiter, denn unsere Unterkunft war in Cannes. Und dann sind wir so einen Berg da hochgefahren und wir dachten so, hä, wo sind wir hier eigentlich? Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wir sind an so ein großes Tor vorbeigefahren. Dann dachte ich, als ob wir jetzt in das Tor reinfahren. Dann geht das auch noch so automatisch auf und die so, ja, hey, was geht's? Und alle begrüßen uns schon, Nico, sie waren schon vorher da gewesen. Alter Schwede, was ist das für eine Villa gewesen? Das ist eine Drogenvilla. Was ist das denn? Das ist ja direkt aus GTA raus. Junge. Und dann ging's da rein, haben eine Haustour unternommen und es nahm einfach kein Ende. Es war so groß. Also es war wie in einem, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war schon in vielen Unterkünften so, man kann sagen, was man möchte, aber vom Vibe her und von allem drum und dran war das so mit einer der besten Unterkünfte, wo ich sein durfte und dann auch mit der Crew so, das war einfach heftig. Das war die krankeste Unterkunft auf der ganzen Tour. Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben. Le Castel Rose ist eine 400 Quadratmeter Villa auf einem 3000 Quadratmeter Grundstück in den Bergen über Cannes in Südfrankreich. Mit 6 Schlafzimmern und ebenfalls 6 Badezimmern bietet sie genug Platz für unsere ganze Hot Rod Tour Truppe. Darüber hinaus hat sie einen riesigen Garten mit Außenterrasse, großzügigen Pool und einem mega Ausblick auf die Côte d'Azur. Ja, und weil es uns so gut da gefallen hat, haben wir einfach noch einen Tag rangehangen und hatten dadurch mal so einen richtigen Pausentag. Einfach mal nicht fahren einen Tag und die Zeit nutzen zum Videoschneiden zum Beispiel, aber auch ein bisschen Pool genießen. Guck mal, Papa! Oh, guck mal! Was ist das? Was ist das? Komm! Wir müssen schnell die Hot Rods reinbringen, weil wenn die nass werden, dann explodieren die! Es ist alles nass! Schönes Alcantara-Lenkrad! Alter, hier steht es rein! Nein! Wir sind mit komplett Irren hier unterwegs, Alter! Du musst dich zusammenhalten! Ruhe ins Spiel bringen! Komm schon! Ich habe es nicht! Mach doch, Chris! Nein! Ja, da war ein bisschen Panik. Ansonsten konnten wir unseren freien Tag dann noch ein bisschen genießen. Und ja, der Pool ist cool. Guckt mal diesen View ganz kurz. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie schön das hier ist. Man kann hier wirklich einfach richtig schön genießen. Ja, ich bin Roger Bademann und Bademeister aus Cannes
und bin auch dementsprechend von Cannes nach Ibiza mitgefahren. In der Villa in Cannes sind Kevin und ich die ganze Zeit im Bademantel rumgelaufen. Wir hatten auch so ein sehr, sehr schönes Wrestling, stell dich ein. Ladies and Gentlemen, hier sind für euch die wilden Räuber! Und ich fand diesen Bademantel so geil, weil ich habe noch nie einen Bademantel gesehen mit einer Kapuze. Und das fand ich so nice, dass ich gesagt habe, ich brauche diesen Bademantel. Und da war es schon Tag 9 auf der Tour. Also irgendwie ist die Zeit, irgendwann ist sie dann doch gerast. Und ja, es hieß Abschied nehmen von der schönen Villa rein in die Hot Rods. Nur erstmal wollte die Haushälterin auch noch mal eine Runde fahren. Kevins Idee war, wenn sie im Hotrod fährt, dann ist sie uns besser gesinnt und... Was ist fun? Was ist es? Es ist gut. Du hast Gas gefunden. Also sie wird bei dem Besitzer ein gutes Wort für uns einlegen, das ist klar. Das Ganze war vielleicht auch einfach ein Ablenkungsmanöver für Herr Bergmann. Was bist du denn eigentlich für ein Regencape hier an? Ja, mir ist kalt. Ich zock gerade einen Bademantel, das darf keiner sehen. Oh, warte, zeig ihm mal. Oha, den zockst du einfach ab. Jetzt weiß ich natürlich aus der Erinnerung, Hotels und Airbnbs, die planen ein, dass man ein, zwei Dinge mitnimmt. Also deswegen ist auch, böse Zungen haben auch in den Kommentaren geschrieben, ich hätte den geklaut. Nein, das ist einkalkuliert, das wird am Ende des Jahres steuerlich abgesetzt. Deswegen dachte ich mir, ich nehme ihn mit als Erinnerungsstück. Hi, ich bin Lisa und ich bin von Cannes bis nach Ibiza mitgefahren. Also die Story, wie ich zur Tour gekommen bin, ist eigentlich ganz funny. Ich war mit Felix und auch Micha und auch ein paar anderen Freunden was essen und dann haben wir auch ein bisschen was getrunken und irgendwie ist dann angetrunken die Frage gefallen, hast du nicht Bock mitzufahren? Und ich dann so, ja, warum denn nicht? Aber ich dachte irgendwie, das wäre nicht ernst gemeint. Wir hatten zum ersten Mal weibliche Unterstützung, nur es war nicht ganz klar, ob sie überhaupt mitfahren kann, weil ihre Füße gingen, glaube ich, nicht ganz bis zu dem Pedal. Wollt ihr auf die Fahrt? Ja, aber ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Du bist nur gerade eben mal hoch und runter gefahren, sonst noch gar nicht, ne? Nein, noch nie. Aber wir haben ungefähr 3 Kisten hier, damit du irgendwie ordentlich reinpasst. Die Finale passt, genau. Aber jetzt geht's, kommst du vorne an? Ja, ich komm vorne an, wie man sieht. Ja. Boah, 200 Kilometer nach Marseille, passt? Ja, passt, ja. Direkt einfach rein hier. Das ist auch für Lisa eigentlich perfekt. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass es mit Lisa geklappt hat, dass sie mitgekommen ist. Nach ein paar Kilometern musste ich die Entscheidung aber nochmal überdenken. Da ist Folgendes passiert. Oh, Scheiße, ich stehe auf der Bremse. Der ist einfach gefahren. Das hat geknackt. Ich bin auf einen Unfall gebaut. Upsa. Auffahrunfall. Lisa ist in Izzy rein, Izzy ist in mich rein. Ja, meine ersten Gedanken, als Lisa mir hinten drauf gefahren ist, ist so, hä? Warum eigentlich? Weil wir sind super langsam gefahren. Wir sind gerade irgendwie, ich glaube, auf eine Kreuzung, auf der Ampel sind wir, glaube ich, zugefahren. Ich bin ja nicht die Größte. Und dann kam es zu der Situation, dass ich sehr steil bergab, nachdem ich meine allerersten 5 Minuten gefahren bin, die Bremse drücken wollte und unterschätzt habe, wie weit ich die durchdrücken muss. Und meine Beine ja auch nicht die längsten sind. Und dann bin ich einfach weitergerollt. Und ich meine, es hat sich keiner verletzt und das ist letztendlich das Wichtigste, würde ich sagen. Sie ist eigentlich viel zu klein für das Hot Rod und saß dann da so drin und kam kaum richtig an die Bremse ran. Wir haben danach nochmal, glaube ich, ein bisschen umgebaut, dass sie besser rankam. Aber guten Ersteindruck hat sie gemacht, aber danach lief es dann besser. Und die Fahrt war relativ ereignisarm. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Burger gegessen. Oder so French Tacos hieß das. Schmeckt's gut bei dem Wallace? French Taco. Ist lecker. Schon aufgegessen. Wie schmeckt's, Männer? Mega. Also wir waren schon den ganzen Tag unterwegs und es hieß, ja, wir haben jetzt so 20% geschafft. Und ich war so, oh Gott, wenn das jetzt jeden Tag so geht. Das erste Fazit von Lisa war, glaube ich, auch ganz okay so auf der Tour. Nach meinem ersten Tag dachte ich mir einfach nur, oh Gott, ist es anstrengend. Und oh Gott, ab jetzt nicht jeden Tag einen Unfall bauen. Das war trotzdem nicht gerade bequem. Ich hatte auch tatsächlich blaue Flecken zwischen den Beinen von diesen Metallstangen, weil ich da so nah dran saß und immer da dran gedrückt habe beim Gas geben. Ja, ich empfehle, nicht kleiner als ich Hot Rod zu fahren. Du bist ja der Größte aus der ganzen Truppe. Hast du doch da rein?
Ich habe ganz knapp in das Ding nur reingepasst, aber es ging gerade so. Mein Knie war danach ein bisschen blau-grünlich. Deswegen war es auch nicht so schlimm, dass ich nur einen Tag dabei war, aber es hat gerade so gereicht. Und dann ging auch schon langsam die Sonne unter und es war ein mega Sonnenuntergang. Und mit dem sind wir dann zu unserer nächsten Unterkunft gefahren. We no more fighting overload, we just going with the wind. Wir sind auf jeden Fall jetzt mal angekommen. Did it. Yes. Und Lisa auch. Erste, ich habe es geschafft. Aber du kaum rauskommst, aber geschafft. Christmas. Oh, wir haben es geschafft. Boom. Es war eigentlich alles schön, aber naja, die nächste Unterkunft war der letzte Dreck. Also das war wirklich die schlimmste Unterkunft, die wir auf der ganzen Tour hatten. Ich glaube 33 Euro pro Nacht. Und das haben wir auch gesehen und gerochen. Boah. Ich war auch, glaube ich, derjenige, der zu 99% dafür zuständig war, auch mit dir, auch Felix, Unterkünfte auszuwählen. Ich fand auch da, jede war speziell. Und das war für viele Leute, glaube ich, so ein kleiner Schock. Wirklich, wir kamen aus Cannes, waren da verwöhnt, eben 2 Tage in der Villa, die, man kann sagen, normalerweise 200.000 Euro pro Tag gekostet hätte. War erst nur in dieser richtig krassen Villa und dann in dieses Hotel. Und mehr war bis jetzt nicht da. Da war ich so, Gott, wenn es die nächsten Tage auch noch so werden. Diesen bestialischen Gestank werde ich nicht mehr vergessen. Der zog sich in meine Nase. Ich dachte mir, okay, tschüss, macht ihr mal. Und ich habe noch nie meine Meute so todtrauriger Gesichter gesehen. Ihr seid wirklich, man hat auch richtig gesehen, wie teilweise auch schon die Luft eure Hirnsynapsen so ein bisschen ausgelöscht hat. Und da habe ich für mich die Entscheidung gefällt, nee, hier kann ich nicht bleiben. Und dementsprechend habe ich dann mir ein eigenes Hotelzimmer gegönnt. Tag 10. Das ist jetzt schon zweistellig. Wir machen große, große Schritte auf unserem Weg Richtung Ibiza. Und ja, das Frühstück neben dem Hotel wollte ich mir aber nicht geben, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mir ein paar Brötchen selbst geholt bei einer Boulangerie in Frankreich. So, I have a Wurst Ticket in a Bar Chocolat. Yeah. Thank you. Bye-bye. Ziemlich neu im Hot Rod, zwar ist dann ihr zweiter Tag erst. Und deswegen wollte ich noch mal so ein bisschen beibringen, wie man ein bisschen cooler fahren kann. Nur Chris fand das, glaube ich, nicht ganz so gut. Und? Oh, wie langweilig. Du musst quietschen. Hör auf. Du musst nicht quietschen. So ist super, wie du das machst, Lisa. Da ist die Polizei, die sagt, was ist das, Leute? Ist doch euer Ernst, sagt ihr. Hey. Polizei, Film, klatscht ab. Ja. Frankreich läuft, das ist halt nicht Monaco. Aber an dem Tag ist noch mehr so Halbrichtiges passiert. Ich glaube, die wird noch gebaut, die Karte, die ist noch nicht fertig. Oha, oha. Dann sind wir abends angekommen auf einem Hausboot. Das war unsere nächste Location. Also die schönste Unterkunft oder ausgefallenste Unterkunft war, glaube ich, das Hausboot. Ja, das war gleich am coolsten. So sieht also ein Schlafzimmer aus. Wow, wir kriegen jetzt erstmal alles gezeigt und ihr bekommt davon eine ordentliche Roomtour. Es war natürlich was super Außergewöhnliches, das Hausboot. Deswegen, also sonst hatten wir ja nur mehr oder weniger gute Hotels.
Und es war halt, uns war halt schön, dass wir da an dem Abend alle was zusammen gemacht haben. Es war der einzige Abend, wo ich dabei war, wo wirklich alle in Feierlaune, in Trinklaune waren und alle auch miteinander irgendwie funny stuff gemacht haben. Also schön, dass ihr da seid. Ein Gebet für den Koch, für die Köche. Und nicht zu vergessen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Kannst du Lachen machen? Übertreibt halt. Warum übertreibst du mal? Lachen machen, Kinder. Wieso machst du mein Lachen angewandt? Und alle so zusammen, es war wie so eine Familie, die dann abends noch zusammen getrunken haben. Wir haben da zusammen gekocht, alle haben einfach zusammen gehört und das Hausboot hat uns irgendwie so zusammengeschweißt, habe ich das Gefühl gehabt. Und das war, glaube ich, echt am coolsten. Ja, du musst wissen, sie ist Alkoholikerin. Junge, der schlägt schon wieder in die Glas und so BAM drauf. Mach leer. Lass uns gut gehen. Danke, Felix. Ne? Felix, auf dich. Auf dich. Ja, an dem Abend vom Hausboot, da ging es mir irgendwie nicht so gut und habe mich dann echt relativ früh schlafen gelegt. Ich glaube, ich habe da ziemlich was verpasst. Voll cool, aber, ne? Das Hausboot war auch sehr schön. Da hatten wir einen Whirlpool in der Honeymoon Suite, wo auch Izzy und ich dann drin übernachtet haben. In diesem Whirlpool haben Kevin und ich gemeinsam gebadet. Grüße Leute, ich begrüße euch zu einem fantastischen neuen Roadtrip-Bericht hier aus der Hot Rod Tour zusammen mit meinem Freund Kevin. Kevin, grüß dich. Ey, wir haben wirklich einen fantastischen Tag. Wir haben gerade auch extrem viele Zuschauer, weil wir hier gleich noch einen privaten Clip für Pornhub drehen. Aber dazu werden später auf anderen Webseiten. Und ich habe das Wasser ein bisschen volllaufen lassen und schwappte alles über. Und lass mir die Kirche in meinem Dorf. Die komplette Honeymoon Suite war komplett wasted. Also es war eine absolute Katastrophe. Und ich weiß noch, wie Kevin und ich wie so zwei Urzeitkrebse irgendwie auf dem Boden lang gerobbt sind mit Handtüchern. Und es gab keine Handtücher, keiner hatte Handtücher dabei. Wir mussten Shirts nehmen. Zum Glück hatten die Hot Rod Brothers zufällig 25.000 Hot Rod Brothers Shirts dabei, die wir alle auf diesem Boden dann irgendwie verwerten konnten. Das ging ein bisschen nach hinten los. Oh nein, komm mal mit. Hey, kleines Regengesicht, was denn los? Die haben gesagt, es gibt einen Warmwassertank von 90 Litern und irgendwelche Idioten im vorderen Bereich des Schiffs haben ihn aufgebraucht und es kommt nichts mehr für mich. Felix, ich setze mich persönlich dafür ein, zu gucken, wer auf diesem Hausboot so viel Wasser verschwendet hat. Aus, mach mal aus mit Licht. Felix, komm her. Ich komm gleich wieder, bleib hier. Ich besorg dir warmes Wasser. Du kriegst dein warmes Wasser. Ist mir doch egal. So, dann würde ich sagen, trinken wir mal Lütten, oder? Das war, glaube ich, der erste Abend, wo wir uns nochmal so richtig entspannt haben. Da haben wir uns auch mal ein bisschen gehen lassen. Vielleicht auch ich. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein bisschen zu viel getrunken. Die ein oder andere Sache ist auch auf dem Hausboot passiert. Da sollte niemals mehr ein Wort drüber verloren werden. Und da ging es nicht um mich. Also wirklich, also da sind Sachen passiert, die werde ich nie wieder aus meinem Kopf rauskriegen. Eieieiei. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen. So schlaf auch du. So, das mache ich jeden Abend, mache ich das hier seit auf der Hot Rod Tour, seit 10 Tagen, gehe ich jedem nochmal so ein bisschen, streiche über ein bisschen über den Kopf und singe die Leute quasi in den Schlaf. Tag 11. Große Tour bis nach Lorette, also bis kurz vor den Hafen eigentlich schon. Da haben wir uns ordentlich was vorgenommen. Sind losgefahren, hat wieder alles gut gepasst eigentlich, zwischendurch gestärkt. Und ich versuche mich natürlich immer lokal irgendwie so ein bisschen anzupassen. In Italien habe ich meine Espresso getrunken, in Frankreich eine Boulangerie, wissen, ne, gefrühstückt. Und ja, beim Mittagessen, McDonald's, klar. Aber zumindest Französisch habe ich bestellt. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une neuf. Chicken McNuggets. Oui, un menu. Un menu avec la sauce chinoise. Oui, un menu maxi, monsieur. Avec pommes frites. Et une Coca-Cola. Oui. Ce sera tout? Yeah, c'est bon. D'accord, donc 9,20 € au prochain guichet. Einfach auf Französisch bestellt. Nice, hallo. Es war jetzt nicht perfekt, das Französisch, aber ich meine, das war nicht schlecht. Ich war da ganz stolz auf mich, dass das funktioniert hat. Wenn es nach mir ginge, wären wir auch immer in irgendwelche französischen Restaurants und so gegangen. Aber wenn du unterwegs bist, dann geht das halt nicht immer.
Okay, Leute, wir haben uns getrennt leider irgendwie. Also wir drei waren vorne, der Tim, Siki und ich. Und dann sind die anderen hinter uns abgebogen. Die haben ein anderes Navi irgendwie gehabt. Aber das gibt uns jetzt die Chance, hier ein bisschen über diese Straße zu ballern. Weil mit der großen Gruppe ist man immer so ein bisschen langsam. Aber so jetzt zu dritt hier, okay, wir können so schnell fahren. Let's go! Nach den ganzen Flachlandet hat man so Bock gemacht, Leute, endlich wieder so schöne Bergstraßen zu haben. Und jetzt hier ist Spanien. Also tschüss, Frankreich. Und hallo, Spanien. Oh, Polizei. Die Polizei nickt nur so. Oh, hallo, ja, okay. Die denken sich auch, wer zur Hölle kommt hier in unser Land? Ey, sorry. Es war echt nice zu fahren. Und so langsam haben wir uns auch wieder angenähert, dass wir wieder zusammen waren bald. Nur kurz vorher, auf einmal, war irgendwas bei Tims Auto kaputt. Wir fahren ganz normal und ich merke so, das wird laut. Wir haben den Auspuff untersucht, wir haben gesehen, shit, der fällt komplett ab. Müsste der hier dran sein, dann komplett runtergebrochen. Ich glaube, kein Hotrod klang so cool wie meiner. Und ich fand es eigentlich ganz cool, damit rumzufahren. Alter Junge! Du hast doch mit Absicht gemacht, so wie ich dich kenne hier, ey. Schau doch. Alter, wie du dich anhörst. Junge, ist so geil. Also wir haben jetzt ungefähr eine Stunde verloren, Leute, und die Wolken da vorne sehen so dunkel aus. Hoffen wir mal, wir kommen ohne Regen an, aber jetzt müssen wir auch noch gucken, was wir mit Chris da machen, das liegt ja auch nicht mehr richtig. Hier stehen auf jeden Fall die anderen. Moin! Moin, Meister! Hört euch mal Tims an! Wir dachten, es geht weiter, nur noch ein Hotrod hatte irgendein Problem. Irgendwas am Vergaser war beim zweiten Hotrod kaputt. Auf jeden Fall mussten wir warten, bis Ersatzteile kommen mit unserem Begleitfahrzeug, weil das war schon lange in Lorette. Also standen wir da, es wurde langsam dunkel, die Regenwolken sind immer größer geworden am Horizont, aber wir konnten halt nichts machen. Wir mussten warten. Was ist so dein Job beim Helfen? Ausschlafen, damit ich später helfen kann und fit bin. Ah, perfekt. Musst du die Kamera nehmen? Das ist zwar schon komplett dunkel gewesen, aber Hot Rods waren repariert und immerhin noch war kein Regen da und wir konnten weiterfahren. Nicht. Es hat irgendwie nicht gereicht, was wir repariert waren. Es war noch mehr kaputt. Deswegen mussten wir uns wieder unterstellen. Nur diesmal in keiner schönen Location, sondern irgendwo in der Wildnis, an einer verlassenen Tankstelle. Und es hat so richtig angefangen zu schütten. Fängt an zu regnen. Wir können unter keinen Umständen hier überdacht stehen bleiben. Wir müssen los. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich wäre ja für driften. So reicht für deine erste Regenfahrt? Absolut gar nicht. Jetzt haben Izzy und ich auch richtig das Problem, weil wir haben keine... Wir haben Slicks hin. Schaut euch diese Reifen an, da ist nichts mehr an Profil irgendwie. Das wurde alles weggedriftet. Wir hatten so viel Glück auf der Tour, da muss man auch mal irgendwann ein bisschen Pech haben. Der dreht mittlerweile komplett durch. Ey, das Navi hat mich hierher gebracht. Ich soll eigentlich eine Sauna sein. Ein Sauna-Club, ne? Ja, ja. Ich wollte so schön saunieren gehen hier. So eine Scheiße, ey. Wirklich, wirst nur verarscht heutzutage. Es war mir alles wirklich scheißegal. Also ich habe ja sowieso grundsätzlich irgendwann gemerkt, für mich, ich fahre am besten, wenn ich mich einmal treiben lasse. Wenn ich mir keinen Kopf mehr mache. Und auch diese Nachtfahrten machten irgendwie Spaß, weil das auch so ein bisschen Thrill dann war. Ich bin ja so ein Freeseeker, das wissen die Leute ja nicht. Ich bin ja allgemein auch Extremsportler. Und deswegen mochte ich das sehr, auch gerade in Dunkelheit. Was viele auch nicht wissen, ich muss ja eigentlich eine Brille tragen, um Auto fahren zu dürfen. Und habe ich ja auch nicht gemacht. Das heißt, ich habe auch gerade bei Nacht, weil ich auch nachtblind bin, nichts gesehen. Und dann habe ich manchmal auch so das Licht ausgemacht. Das Licht ging ja auch bei meinem Wagen zum Beispiel manchmal sehr, sehr oft nicht. Ist einfach so flackernd nicht ausgegangen. Und dann habe ich mich einfach so treiben lassen. Ich sage immer, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und deswegen war ich ganz entspannt auf dieser Reise, als es anfing zu regnen. Und du? Bist du ready? Bin ready. Ready wie nie zuvor. Schon krasse Tipps. Also sind sie bereit, wie man bereit sein kann. Ihr müsst jetzt nochmal durch den richtigen Regen fahren. Gute 60 Kilometer. Hey, das Schlimmste, was man haben kann, es ist komplett stockduster, es hat geregnet, es regnet immer noch. Ich habe Reifen, mit denen man jetzt hinterfahren könnte, aber oha, oha, oha. Irgendwie müssen wir hier durch. Let's go. Auf nach Lorette. Ja.
Junge, Junge, Junge! Oh, Junge, wie viel Wasser? Oh, ich muss am Schotter, das ist zu viel Wasser. Geschafft! Wir haben sogar eine Garage hier, für Luxus. Lorette, wir sind angekommen, die Party-Hochburg für die wahrscheinlich so ja, 16-, 17-Jährigen. Tag 12. Lorette, dann mal aufgewacht, Vorhang auf und du guckst auf den Pool runter und denkst dir, ja, da gehe ich jetzt erstmal rein. Hey, du. Na du, auch hier im Hotel. Welches Zimmernummer hast du denn? 316. Berg und Easy hatten die gleiche Idee. Wir hatten natürlich auch noch das ein oder andere alkoholfreie Bier im Pool. Es musste so sein. Und dann stand auf einmal unser Wildcard-Gewinner. Wir hatten ja vor der Tour verlost, dass ein Zuschauer mitfahren kann. Und ja, den haben wir für die Lorette-Etappe eingeplant. Also stand er auf einmal am Pool neben uns. Die letzte Etappe sollte nur noch 90 Kilometer sein bis zum Hafen in Barcelona. Deswegen eigentlich ganz entspannt. Nur wegen der Reparaturen vom Vortag hat sich alles so lange gezogen und wir kamen viel zu spät los. Und als wir dann endlich los sind, naja. Ich hatte die ganze Zeit auf der Reise schon das Gefühl, das läuft mir zu gut. Wo ich normalerweise, Leute werden das bestätigen können, so ein gnadenloser Optimist bin, dachte ich, irgendwas läuft mir zu gut, irgendwas passiert noch. Zack, plötzlich an der Tankstelle. Stopp. Alles wird pausiert, Polizei ist da. Und dieser Polizist, das werde ich niemals vergessen, als es so diesen ersten Blickkontakt gab, da wusste ich, der hat uns auf den Kicker. Ich habe vor allem einen Bademantel getragen und habe nicht so richtig viel geschlafen, kam gerade aus dem Pool und sah eh aus wie das größte Heroinopfer. Ey, keine Ahnung, was da mit der Polizei los war, ne? Also, weiß ich, ob die ein Problem hatte, ob denen langweilig war, weil wir haben natürlich alle Papiere dabei gehabt, ne? Versicherung, Zulassungsbescheinigung, was man halt so hat. Das haben wir denen schön ausgehändigt und es hat ja auch schon in Monaco easy funktioniert. Die gucken da drauf, sehen Pass und dann durften wir weiterfahren. Nur in Spanien, naja. Die wollten das nicht und haben uns erstmal 2 Stunden lang da festgehalten. Einfach nur mit der Begründung, wir glauben euch nicht, dass das stimmt, was hier steht. Wir können das zwar nachprüfen, aber wir glauben das nicht. Also der Chris macht das schon ganz gut. Der regelt das da hinten gerade von den Polizisten. Über 2000 Kilometer Roadtrip, alles top. Ja, mal gucken, ob wir die Fähre noch schaffen, ne? Das sind sonst auch über 2000 Euro, glaube ich, die dann da weggehen. Okay, wir dürfen jetzt vorerst nicht weiterfahren von der Polizei aus, denn die wollen eine grüne Versicherungskarte sehen. Nur gibt es seit vielen, vielen Jahren ein EU-Abkommen, wo man mit dem Kennzeichen alleine den Versicherungsnachweis hat und deswegen keine grüne Karte mitführen muss. Nur die glauben das nicht, die Spanischen Polizisten. Die kennen ihre eigenen Gesetze nicht. Keine Ahnung, das war echt verrückt. Und naja, wir haben halt da so gewartet und irgendwann dann so einen Spaß gemacht mit Birgi, weil Birgi hat auf der Tour immer irgendwann gesagt, hier, gib doch einen Pool, Arbeit! Und das war so ein bisschen unser Running Gag. Und ich dachte dann, ey, bevor wir jetzt hier versauern an der Tankstelle, lass mal einen Pool wieder gehen im Hotel. Und hab dann zu den Jungs gesagt, in Pool oder was? Und das fand die Polizei gar nicht lustig. Die dachten nämlich, ich habe irgendwas mit Bulle gesagt. Und das haben die schon mal gehört, das deutsche Wort. Und ja, das gab Stress. Die wollten mich, glaube ich, einbuchten. Konnte die irgendwie besänftigen, aber das war mir auch genug von der spanischen Polizei. Gott sei Dank haben sie dann irgendwann 3 Hot Rods freigegeben. Und Izzy und ich sind dann mit dem Wildcard-Gewinner schon mal losgefahren nach Barcelona. Weil der Gewinner musste abends ja zum Flughafen. Und Alter Schwede! Marius, ey! Jetzt kann's doch mal losgehen! Ey, du bekommst alles mit auf jeden Fall direkt hier! Der härteste Tourtag und wir haben unseren Wildcard-Gewinner dabei! Wow! Auch für Verpflegung ist gesorgt hier. Verrückt, dass ich gerade hier bin. Mit den Hot Rods zu fahren, das ist eine super Erfahrung. Gefühlt sitzt du auf dem Boden oder liegst auf dem Boden. Du spürst nur diese Motorvibration, den Sound dazu. Also das ist einfach nur, mehr Fahrspaß geht fast gar nicht, glaube ich. Ist auch was ganz anderes, doch wenn du jetzt mit uns fährst, als wenn du noch mal eine Tour in Köln machst. Das ist was ganz anderes, finde ich, wenn man wirklich irgendwie ein Ziel hat und jetzt auch noch Zeitdruck, wir müssen ankommen und so. Ja, ein bisschen Abenteuer. Ja. Das ist auch viel geiler.
Alright, wir sind am Flughafen angekommen. Ich dachte nicht, dass wir das noch schaffen heute. Oh. Alter Marius, was war das für ein Trip? Junge, Junge. Abenteuer. Wir haben alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Absolut. Wie hast du den Trip vorgestellt und wie ist es jetzt geworden? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede? Tatsächlich, es hat eigentlich genauso gestartet, wie ich es mir gedacht habe. Ein bisschen mehr Polizei war da als gedacht. Ein bisschen weniger fahren, aber es war geil. Nice. Es war eine Erfahrung wert, es war mega geil, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war super cool, dass du mit dabei warst. Wirklich sehr cool, dass du das ganze Abenteuer mitgemacht hast. Vielen Dank. Auch wenn es eine sehr untypische Etappe und nur wenig Zeit mit dem Gewinner waren dann im Hot Rod, ich glaube, es war trotzdem eine sehr coole Sache auf jeden Fall, dass wir da jemanden von euch praktisch, jemanden von euch Zuschauern dabei hatten. An der Stelle auch einfach mal von mir danke an euch für den Support während der ganzen Tour. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch immer eure Kommentare unter den Videos zu lesen. Und ja, wir hatten es dann irgendwann ja auch fast geschafft, ne? Also Flughafen, check. Oh shit, Leute, okay, Izzy und ich sind aus dem Flughafen raus, aber die anderen stehen jetzt hier am Straßen. Da ist uns dann plötzlich das Blech unten von der Karre irgendwie abgerissen. Und wir haben wirklich komplett so einen Funkenzug irgendwie hinter uns hergezogen. Es war so ein bisschen aus, als würden wir durch die Zeit reisen, wenn so ein DeLorean so einen Zeitsprung macht. Und haben nochmal eine halbe Stunde da verloren. Die Jungs haben das natürlich grandios gemacht. Ich sehe noch Kevin, wie er da mit so einer, wie heißt das hier, mit so einem Schnaken-Schweißgerät da irgendwie die Platte wieder dran gemacht hat. Ey, das wird jetzt super eng, Izzy, ne? Super eng. Ja, was soll's, wir fahren jetzt auf jeden Fall schon mal zum Hafen. Mehr können wir gar nicht machen, ey. Boah, die gehen alle schief. Irgendwie haben wir es zur Fähre geschafft und zwar gerade so noch in der Zeit. Da hat man wirklich auch nochmal den Team Spirit gemerkt. Es war wie so ein Marathonlauf, glaube ich. So, du bist diesen ganzen Weg gelaufen und du hast die letzten 2 Kilometer und die musst du jetzt nochmal richtig durchsprinten. Da holst du nochmal alles raus, was geht. Und so war das auch tatsächlich irgendwie. Du hast gerade 2500 Kilometer gefahren. Und jetzt kommt es wirklich auf die letzte Sekunde an, du verlädst, da ging alles Hand in Hand, jeder hat irgendwie geholfen. Stark. Noch nie in meinem Leben habe ich gearbeitet, fange ich hier im Urlaub damit an. Als wir dann am Hafen waren, da muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz große Erinnerungslücken. Und dann irgendwann wurde mir irgendwie von Kevin oder so gesagt, wir sind noch nicht eingecheckt und man kann nicht mehr einchecken, es ist zu spät. Rennen gegen die Zeit, ich dann noch reingerannt mit Felix, die Tickets geholt. Es ist eigentlich zu spät, aber die haben uns jetzt noch 10 Minuten gegeben, um jetzt dahin zu fahren. Es ist zu Fuß 45 Minuten, das ist viel zu weit weg. Was? Wie kommen wir da hin? Ich weiß auch nicht, wie das wir machen sollen. Wie kommen wir da hin, Leute? Rück mal hier runter, rück mal hier runter. Es war spannend. Jeder, der zu Fuß ist, bleibt hier drin. Die machen gleich einen Ausritt mit dem Bus. Lass du schnell bitte mit dem Ralf mit. Okay, ja. Ich dachte eigentlich unterbewusst die ganze Zeit, wir schaffen das. Er hat dann nochmal, glaube ich, auch nochmal den Teamgeist von der Gruppe irgendwie nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Komplettes Durcheinander. Wir sind dann auf die Fähre eben im Hänger gefahren, weil sonst hätten wir 8 Hot Rods einzeln bezahlen müssen. Das wäre sehr teuer gewesen. Und deswegen kam dann der Vater von Chris mit dem großen Hänger. Da haben wir alle aufgeladen. Da mussten wir nur Auto und Hänger bezahlen einmal. Und so ging es dann in der letzten Sekunde irgendwie auf die Fähre. Und ich habe es erst geglaubt, als wir wirklich raufgefahren sind. Geil! Bye, bye, Festland hieß es dann. Wir wussten, ey, jetzt haben wir es geschafft. Wir kommen auf der Insel an, von der wir seit Anfang der Tour geträumt haben, auf Ibiza. Wir haben es geschafft. Bis dann Chris um die Ecke kam. So ganz locker. Wir haben Hot Rod vergessen im Hotel. Ja, bis mir dann wirklich auf der Fähre eingefallen ist. Und ich glaube, Bergi hat noch ein Interview gemacht. Und während dem Interview ist mir dann eingefallen, fuck, der Merze nicht. Der steht noch in Lorette. Der feiert noch ein bisschen. Holt. Der ist nicht mit T5 drin. Ruf Nico an. Aber ja, im Lachen wäre. Und normalerweise ist Chris dann eine total gestresste Person. Ja, das war ein Scheißgefühl. Das war ein richtiges Scheißgefühl. Weil ich hab wirklich Angst gehabt um das Auto. Ich habe den hoch. Man kann zum Glück an dieser Stelle sagen, dass die Hot Rod Brothers sonst zum Glück nicht verballert sind. Es wurde alles super organisiert. Es ist auch nicht so, als hätten wir jetzt hier eben gerade 2 Stunden Todesangst gehabt, weil weder der Check-in online stattgefunden hat, noch geklärt wurde, wie viele Hot Rods eigentlich auf diese Fähre müssen. Das ist mir an Tag 1 ja schon bewusst geworden, dass die Hot Rod Brothers, Grüße an dieser Stelle nochmal, Kevin und Chris, dass die, und das war mein eigener Fehler, weil ich da natürlich davon ausging, dass die so ein bisschen die Reiseleitung übernehmen, dass sie das gar nicht machen wollen. Denn das Erste, was an jedem Tag stattfand, war so ein 5 Minuten Pseudo-Gespräch, wenn wir losgefahren sind. Ja, klar, das ist das heutige Etappenziel. Und dann sind die aber sofort aus dem Headset rausgegangen, haben ihre Musik gehört, du hast nur noch irgendwie Chris irgendwie vorne das machen und dann war plötzlich Kevin wieder nackt. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, war hinten mal wieder
Siki explodiert ist, der halbe Motor, musste man wieder irgendwie gucken, wie macht man jetzt Kevin und Chris darauf aufmerksam, dass hier gerade die Hälfte der Hot Rod Bande irgendwie weg explodiert. Und wir dachten schon, wir müssen irgendwie auf diesen Sitzen da irgendwie schlafen, aber Lisa hat dann irgendwie geschafft, dass wir einen Raum bekommen haben. Ah, ein richtiger Nordtrip-Vibes. Oh, das ist wirklich Nordtrip-Vibes. Da waren wir auch auf dem Schiff auf dem Weg nach Helsinki. Wir hatten auch genau so ein Viererzimmer. Ja, geil. Aber wir hatten eine Innenkabine. Jetzt haben wir Luxus. Wir haben sogar ein Fenster. Geil. Also. Wir haben kein Fenster. Nein. Halt bei einer Schnauze. Man sieht schon das Festland. Ist halt so. Ja. Bruder, ist komplett dunkel. Also aufstehen. Wer da schon Licht anhat um diese Uhrzeit, Kontrolle über das Leben von Ort. Ja, hier schlafen auf jeden Fall auch die meisten. Zu Recht. Morgen. Morgen. Moin. Moin. Begrüßungskuss. Haben wir es jetzt geschafft? Kuss. Auch die zwei sind auch so süß zusammen, ne? Ach ja, ne? Ja, hi, hi. Was für eine Reise bis zu diesem Punkt, Leute. Wir sind von der Fähre runter. Da hinten rollen unsere Hot Rods, die packen wir jetzt wieder aus. Ganz kurz zu unserem Ziel. Wir wollten nur noch einmal Ibiza umrunden. Haben schon alle Hot Rods ausgeladen. Kommt die Hafenpolizei und sagt, ihr dürft hier nicht ausladen. Wir hatten keine Ahnung, was los ist. Wir waren eigentlich schon so halb vom Hafen runter, also da standen schon Taxis und alles. Und wir dachten, hier ist doch ein guter Platz, um auszuladen. Hier ist niemand, so ein Busbahnhof war das. Aber die Polizei sagt, nein, das geht hier nicht. Die waren irgendwie deutsch, glaube ich. Die waren richtig, richtig deutsche, spanische Polizisten. Geht nicht, alles bitte wieder einladen. Und dann mussten wir 500 Meter weiter wieder ausladen. Also spanische Polizei war mit das Negativste auf dem ganzen Trip, muss man schon sagen. Nur, was soll man machen? Wir haben uns dann gehalten, alles wieder eingeladen und auf irgendeinem Schotterplatz in der Nähe dann ausgeladen. Okay, 200 Meter weiter und zum zweiten Mal haben wir alles ausgeladen. Jetzt geht mittlerweile auch so langsam die Sonne da hinten auf und wir können endlich losfahren. Das erklärt einfach nur unsere Tour gerade. Guck dir Berge an, Bademantel, die Knie am Arsch. Mit der Hut noch daneben. Die Haare auf halb acht. Trotz aller Schwierigkeiten, gerade am Ende nochmal, haben wir es also geschafft und konnten dann anfangen, Ibiza zu umrunden. Gönnt euch Jungs hier und Mädchen natürlich auch. Ne? Also einmal die komplette Insel umrundet, schön gefrühstückt noch zwischendurch und dann sind wir angekommen. Da sind wir! Wir sind angekommen! Yes! Wir sind da! Wir sind im Ziel, Ibiza! Endlich! Wir haben es wirklich geschafft, fast 2500 Kilometer, am Ende Ibiza umrundet und dann sind wir auf unserer Villa angekommen mit großem Pool. Da waren wir dann alle da und haben dann nochmal ein verlängertes Wochenende alle zusammen genossen und ein bisschen diese Tour Revue passieren lassen. Jetzt! Jetzt!
das alles, was wir hier erlebt haben. Ich glaube, ich spreche für das ganze Team irgendwie, dass wir das erleben durften. Von den Hotels bis alles drum und dran ist wirklich nur machbar gewesen, aufgrund der Sponsoren natürlich. Also ich glaube, wir fangen an bei Fischer, bei Gaffel, beim Dino, der dabei war. Dann hatten wir Leckerbock, Motul, Ruhrpott.de hatten wir dabei. Und was natürlich die ganze Tour halt auch einfach mal noch mega, mega einfacher gemacht hat, was letztes Jahr auch schon mega, mega nices Gimmick war, war natürlich die Sena Kids, dass wir uns wirklich ordentlich unterhalten können. Ja, dass wir so wunderschöne Helme von Polo gesponsert bekommen haben, auch nicht selbstverständlich. Einfach mega, mega dankbar, weil das hätten wir nicht erlebt. Und ich glaube, wie gesagt, ich spreche für das ganze Team einfach, ja. Ja, meine Abschlussworte sind die, dass ich diesen Trip als mit einer der besten, wenn nicht sogar den besten Trip in Erinnerung halten werde. Das war einfach auch diese Art von Tour, die perfekt auf meine Persönlichkeit zurechtgeschnitten ist, weil ich es liebe, lange Auto zu fahren, aber dann noch in so einem Auto, was sich wirklich anfühlt wie so ein kleines Go-Kart, und das macht einfach übertrieben Spaß. Dann hatten wir noch so richtig gutes Wetter, die Stimmung war gut. Ich bin auf jeden Fall den Jungs dankbar, dass wir das Ganze machen konnten, dass wir die Hot da so strapazieren durften. Die haben ja schon einiges mitgemacht bei der Tour. Bin einfach super happy, dass ich dabei sein durfte. Ich bin wirklich dankbar für jeden, der dabei war. Dankbar für das ganze Team. Also wir waren ja ein Team. Ne? Wir waren ja nicht nur in irgendeiner Reisegruppe XY. Wir waren irgendwann ein Team. Wir haben irgendwann zusammengearbeitet. Wir haben uns geholfen. Wir haben uns alle miteinander verstanden. Bin einfach dankbar auch dafür, selber die Erfahrung gemacht haben zu dürfen, weil ich habe, glaube ich, schon viel erlebt. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt. Viel gesehen, viel erlebt, viel rumgekommen. Aber da ist wirklich so eine Konstellation in diesen kleinen Autos, die sie unser eigen nennen. Das ist bis heute noch ein Gänsehautmoment und ich mag es immer wieder drüber reden. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, aber ich bin einfach nur dankbar für die Erfahrung. Ich glaube, die Hotto Tour ist wirklich was, wo wir alle niemals vergessen werden, was wirklich unser Leben begleiten wird. Die meisten kannten sich davor nicht, aber ich glaube, wir sind nicht nur ein Team gewesen, sondern wir waren so richtig eine Familie, so die Hotto Tour, die Hotto Tour Familie. Und ich glaube, das werde ich nie vergessen und das war wirklich eine richtig geile Zeit. Und ich glaube, ich würde es wieder machen. Ich würde mir dann währenddessen denken, warum hast du es nochmal gemacht, aber ich würde es wieder machen. So eine Tour ist einmalig, ob das mit dem Hot Rod ist oder ob das mit dem Motorrad ist. Das zusammen mit Freunden zu machen, und das Allerwichtigste ist immer, der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel an sich. Also alles, was passiert, das wird irgendwann Gesprächsstoff sein, und das ist irgendwie das Coole. Das macht so eine Tour so einzigartig und ja, einmalig. Vielen Dank auch an alle Zuschauer, dass ihr mega cooles Feedback dagelassen habt. Das motiviert uns immer wieder. Ich freue mich natürlich, dass super viele zugeschaut haben, uns begleitet haben auf dieser Reise. Nochmal vielen, vielen Dank an meine Mitstreiter, die mitgefahren sind. Es war eine unfassbar tolle Erfahrung. Was für eine Tour. Das ist das Coolste, was ich seit langem auf YouTube gemacht habe. Es hat so viel Spaß mit allen zusammen gemacht. Wir haben so viel erlebt. Wir hatten auch Stress natürlich. Aber im Großen und Ganzen will ich das einfach nur in bester Erinnerung behalten. Und ja, ich hoffe, dass diese Doku euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen einen Eindruck hiervon hattet. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall die einzelnen Vlogs an. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Da seht ihr nochmal alles von den einzelnen Tagen. Und damit kann ich euch noch was sagen jetzt, Leute. Denn wenn ihr noch mehr sehen wollt von Bergmann und mir, wir haben zusammen einen Podcast gestartet. Gemütlich nachsitzen. Und die erste Folge, die kommt morgen raus, also am Montag, beziehungsweise wenn ihr die Doku später seht, dann ist jetzt schon draußen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Immer montags gibt es eine neue Folge. Gemütlich nachsitzen mit Bergi und mir. Sehr, sehr lustig. Ich habe noch ein paar Sachen von der Tour erzählt. Aber ja. Das war's, Leute. Das war's mit der Doku. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall an die Hot Rod Brothers, dass sie es möglich gemacht haben mit ihren Hot Rods, und natürlich unsere Sponsoren, die alle schon genannt wurden. Danke an alle Mitstreiter. Danke insbesondere an Micha und Tim, die beide richtig viel geleistet haben, was das Filmen während der Tour und das Schneiden während der Tour der Vlogs angeht. Und natürlich Micha jetzt hier auch nochmal, insbesondere beim Dokuschnitt. Ich finde, die ist richtig, richtig geil geworden, Leute. Wir haben alles nochmal gegeben hier für eine fette Doku. Wenn sie euch gefallen hat, drückt nach oben, zeigt sie nochmal anderen Leuten weiter und hört in unseren neuen Podcast. Gemütlich nachsitzen rein. Das war's für heute. Mach's gut. Ciao, ciao. Gib noch einen Pool, oder was?